Fernsehen soll unterhalten und informieren. Infotainment heißt das Stichwort. Wie viel Aufwand hinter einem 5-Minuten-Beitrag steckt, ist für den Zuschauer kaum vorstellbar. Denn hinter jeder Aufnahme steckt viel mehr, als am Ende zu sehen ist. Um die künstlerische Arbeit zu würdigen, gibt es seit nun 15 Jahren den Deutschen Regionalfernsehpreis. Und in diesem Jahr haben wir uns auf den Weg nach Stralsund an der Ostsee machen dürfen. Wir sind jetzt gerade in Stralsund angekommen, denn hier wird morgen der Deutsche Regionalfernsehpreis 2017 verliehen. Und den hole ich mir! Und wie schon selbstbewusst einen Tag vorher prophezeit, hat er ihn am Ende tatsächlich mit nach Niederbayern gebracht. Den Regio-Star 2017. Ja, wir von Donativa sind natürlich mega stolz, dass es einer unserer Azubis, nämlich Fabian Rögling, erstmal in die Auswahl der besten Beiträge in der Kategorie von 6 Minuten geschafft hat. Und dann hat er auch noch gewonnen. Das macht natürlich schon einiges her. Die Geschichte, die er da erzählt hat und die Qualität, die er abgeliefert hat, die zeugt davon, dass er wirklich was auf dem Kasten hat und er wird seinen Weg machen. Und nochmal von Donativa alles Gute, Fabian, und den Preis, den hast du wirklich verdient. Wir sind mega stolz auf dich. Seine Kamera, die Fabian so gut wie immer im Schlepptau hat, durfte natürlich auch bei der Preisverleihung am Samstagabend nicht fehlen. Fast 200 Beiträge ist eine unfassbare Masse. Wir haben auch nur ein Wochenende Zeit, sind zu viert und wir gucken halt alles an und wir diskutieren ganz hart. Und ich habe es auch vorhin in der Gala gesagt, das sind halt 4 Alpha-Tiere, die da sitzen, wo jeder seine Meinung hat, aus anderen Perspektiven mit drauf guckt und das dauert. Viel schneller war da die Entscheidung gefallen, wie Fabian seinen Beitrag am Ende genau gestalten will. Und das kam an. Es war was Neues, es war was Frisches. Ich glaube, es war sehr gut zugeschnitten auf die Zielgruppe. Die davon ist natürlich alles wunderbar gepasst. Also ihr Titel zusammengepasst mit der Machart des Ganzen. Es war wunderschön transportiert in einer super Qualität und von daher ein verdienter Sieger. Übrigens der zweite, der den Pott in dieser Kategorie nach dem Urgespann Manuel Krüger und Marco Würr für DonauTV gewonnen hat. 3 Jahre ist das bereits her. Ich fühle mich natürlich von der Jury sehr geehrt, aber es ist für mich auch so ein bisschen eine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin und mich auf jeden Fall gut entwickelt habe in den 1,5 Jahren Ausbildung, die ich jetzt hinter mir habe. Eins ist sicher, der Weg, den Fabian noch vor sich hat, der wird mit dem knapp 5 Kilogramm schweren Glaspokal im Rucksack auf jeden Fall nicht einfacher, zumindest der Heimweg.